Alle sind gekommen, 18 plus Bundestrainer. Die Trainer der Bundesliga haben sich auf ihrer Tagung in Düsseldorf mit den Schiedsrichtern ausgesprochen. Das Ergebnis ein kollektiver Schulterschluss. Man könnte meinen, dass das speziell bei einem von ihnen nicht selbstverständlich ist. Jürgen Klopp geriet in der Vergangenheit doch das ein oder andere Mal mit dem vierten Offiziellen aneinander. Wir Trainer sind alle davon überzeugt, dass diese Konflikte, wenn sie denn im Entstehen sind, von erfahrenen Schiedsrichterkollegen deutlich besser, logischerweise aufgrund vorhandener Lebenserfahrung und man kennt sich über Jahre, wieder in die richtige Bahn gelenkt werden können als von ganz jungen Burschen. Das war unser Eindruck. Einen Eindruck, den Klopp und die Trainer nicht exklusiv haben. Die Ansetzungen wurden umgestellt. Zwischen den Bänken stehen seit einiger Zeit vermehrt FIFA-Schiedsrichter. Fakt ist, da wird Fanny gleich mehr zu sagen zu können, ist es mittlerweile sind sehr häufig erfahrene Kollegen an der Seitenlinie. Ich glaube, seitdem ist auch niemand mehr großartig auffällig geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Also vierter Mann grundsätzlich halte ich persönlich für eine außergewöhnlich gute Einrichtung. Und wenn es der richtige ist, sogar eine perfekte Einrichtung. Den Vorwurf, junge Unparteiische nur mangelhaft zu respektieren, lässt sich der Meistertrainer nicht gefallen. Das war nicht das Problem. Nee, es geht generell um die Situation und diesem Stress, den wir da alle ausgesetzt sind, eben diese jungen Schiedsrichter auch, dem muss man im richtigen Moment mit den richtigen Worten entgegentreten können. Und da hilft jedes Jahr an Lebenserfahrung.